Hallo und willkommen. Heute geht es um die Evidenzpyramide. Ist es eine Querschnittsstudie? Ja, nein oder unklar? Randomisiert? Ja, nein, unklar? Doppelblind, einzelblind, prospektiv oder Fallkontrolle? Das Konzept der Evidenzpyramide wurde in den 90er Jahren entwickelt. In diesen Arbeiten wurde die Idee eingeführt, dass verschiedene Arten von Studien unterschiedliche Grade an Zuverlässigkeit und Aussagekraft haben, was später zur Visualisierung in Form einer Pyramide führte. Ganz am unten Expertengutachten, dann darüber Fallserien, qualitative Studien, Fallkontrolle. Sie können auch andere Studien da einstufen, aber das ist die klassische Pyramide. Expertengutachten basieren auch oft auf dem Wissen und der Erfahrung von Fachleuten. Deshalb ist es auch als geringe Evidenz gesehen. Fallserien und Fallberichte sind darüber. Diese beschreiben klinische Beobachtungen von einer oder mehreren Patientenfällen. Qualitative Studien werden in der Evidenzpyramide in der Nähe der Basis geordnet. Obwohl sie nicht die höchste Evidenzstufe repräsentieren, bieten sie unschätzbare Informationen, die für das Verständnis komplexer Phänomene und für die Entwicklung neuer Hypothesen unerlässlich sind. Man kann auch durch Mixed-Methods-Studien qualitative Studien mit quantitativen zusammenfügen, um höhere Evidenzlevels zu erreichen. Fallkontrollstudien sind in der Regel retrospektiv und sie suchen für Assoziationen zwischen Risikofaktoren und Krankheiten. Man muss entweder sehr gute Daten haben oder sich auf das Gedächtnis der Personen vertrauen. Die können keine Kausalität nachweisen und haben auch keine Aussage über Prävalenz. Wenn wir hier unsere Studie anfangen in der Zeit, gehen wir rückwärts, um herauszufinden, ob sie exposed oder unexposed waren. Es ist nicht leicht zu entscheiden, ob der Person wirklich exposed oder unexposed war. Kohortenstudien sind höher in der Evidenzpyramide. Die beobachten eine Gruppe über eine bestimmte Zeit. Meistens sind sie prospektiv. Prospektive Kohortenstudien bieten starke Evidenz. Sie sammeln Daten über Zeit und untersuchen Kausalbeziehungen. Eine Kohortenstudie kann auch retrospektiv durchgeführt werden. Randomisierte, kontrollierte Studien sind ganz oben, fast ganz oben in der Pyramide. Das sind die Goldstandard-Design für die Bewertung von Interventionen. Confounding-Variablen sind ausgeglichen, weil die Forschenden entscheiden, welche Einnahmekriterien wir für die jeweiligen Gruppen haben. Und letztlich Meta-Analysen. Meta-Analysen sind ganz oben in der Pyramide. Meta-Analysen von randomisierten, kontrollierten Studien. Zusammengefasst, die Evidenzpyramide hilft, die Qualität und Verlässlichkeit von Forschungsbeweisen zu bewerten. Sie ist ein unverzichtbares Werkzeug für klinische Entscheidungen und die Entwicklung von Leitlinien. Durch die Anwendung der besten verfügbaren Evidenz können bessere gesundheitliche Ergebnisse erzielt werden. Viel Erfolg!